das sind jetzt die zwei Möbel, die ich am Wochenende ergattert habe. Für nicht sehr viel Geld. Zwei schöne Möbel, aber beide in ihrem desolaten Zustand. Und die möchte ich jetzt restaurieren und reparieren und verschönern, hoffe ich. Das ist jetzt ein kleines Möbel, wo hier oben das Scharnier fehlt oder ein Teil davon. Die Tischplatte ist recht verzogen. Ich hoffe, ich kriege das hin. Da unten ist das Brett, das nicht mehr richtig hält. Und sonst an und für sich ist es in einem recht guten Zustand. Also die Grundmaterie ist gut und das ist wichtig. Dann auf dieser Seite habe ich den kleinen Tisch. Hier habe ich bereits das Scharnier abgenommen und das Schloss rausgebaut, damit ich das nachher schön schleifen kann, damit das nicht in den Weg kommt. Er gewackelt ein bisschen, aber wirklich auch an dem Boden hier liegen, weil das ein sehr, sehr altes Haus ist. Und hier fehlt, sage ich schon wieder, fehlt. Hier ist Tischplatten-Logo, also die hält auch nicht mehr richtig. Das muss also auch gemacht werden. Ich werde mit dem Tisch anfangen. Du darfst mich sehr gerne dabei begleiten. Es ist schon eine Weile her, dass ich Möbel aufbereitet habe, weil ich in letzter Zeit sehr viel zügig bin. Ich hoffe, es wird etwas. Du darfst gespannt sein. Oder allenfalls würde ich mich masslos blamieren. Das würde ich dir natürlich dann auch nicht vorenthalten. Also so ehrlich bin ich dann. Dann würde ich sagen, wir starten und schauen, was daraus wird. Viel Spass dabei. Jetzt muss ich die alte wieder rauf. Auch schon besser gegangen. Als allererstes habe ich alles auseinandergenommen, was man auseinandernehmen kann. Also sprich Tischplatten, die Schublade habe ich rausgenommen, ich habe die Scharnier abgeschraubt und das Schloss. Und dann habe ich zuerst alles einmal geschliffen. Mit der Schleifmaschine, mit einem 120 Blatt. Also immer zuerst mit einem gröberen Blatt anfangen zu schleifen. An gewissen Stellen mit Holzspachtelmasse an der Kante etwas ausbessert, dort wo einfach gewisse Stellen recht stark verletzt waren. Dann sehe ich noch, dass das hier auch nicht mehr gut hält. Das muss ich jetzt noch anschauen, ob ich das einfach nur hier verleimen kann. Hoffe ich. Oder ob ich es eventuell schrauben muss. Das schaue ich jetzt gerade noch schnell an. Hier sieht man, dass das nicht mehr wirklich bündig ist. Auf dieser Seite. Ich habe jetzt aber nicht das richtige Werkzeug dazu, um so etwas zu reparieren, geschweige wie man das fachmännisch macht. Ich werde jetzt aber probieren, dass ich hier ein Stück Holz zuschneide, das da reinpasst und verleime das. Und dann hebt das auf jeden Fall wieder. Nach mehrmaligem Anpassen, jetzt passt das drin. Also meine Überlegung ist einfach, dass es das und das zusammen verbindet wieder und dass es hebt und ich möchte einfach nicht schrauben, ich möchte auch keine Schraube reinhauen. Jetzt werde ich das hier verleimen und das hier drin machen und dann sollte das, denke ich, heben. Thank you.
Also es ist jetzt sicher nicht die eleganteste Lösung, aber ich denke, der Zweck erfüllt es. Hier hat es noch ein Loch. Das möchte ich auch zumachen. Und das gefällt mir jetzt hier überhaupt nicht. Nachdem ich alle beschädigten Stellen repariert habe, mit dem Holzspachtel, habe ich das auch nochmal abgeschliffen, auch wieder das erste mit einem gröberen Schleifpapier und dann mit einem feinen Schliff. Anschliessend habe ich das Möbel mit einem feuchten Lumpen schön abgewischt, damit kein Staub mehr dran ist, und habe es mit einem Acrylfarbe gestrichen. Es ist ein Acryl auf Wasserbasis, weil Acryllack geht mir einfach zu lang, bis der trocknet ist. Habe ich die oberen Ränder abgeklebt und habe den Innenraum der Schublade auch mit dem Acryl gestrichen und trocknen lassen. Gesamthaft habe ich alle Stellen dreimal gestrichen. Dazwischen immer wieder leicht angeschliffen und dann wieder die nächste Schicht. Dann habe ich die Scharnier mit Scheuermilch, ich weiß gar nicht, wie es in der Schweiz heisst, mit dem Lumpen und mit dem Zahnbürsteli schön gereinigt. Das ist sehr, sehr gut gegangen. Man kann es sicher auch irgendwie einlegen. Für mich war das der schnellste Weg. Nachdem alles trocknet war, habe ich dann das Scharnier eingesetzt und das Schloss wieder eingesetzt. Ich habe dann auch unten bei den Füßen so Metallkappen, wo man unten bei den Füßen reinnageln kann. Durch das hat das einfach nochmal ein bisschen Wertigkeit und steht auch schön stabil, weil unten doch aus Holz ein bisschen im desolaten Zustand war. Ich habe mich entschieden, hier ja Tischplatten beim Versuch vom Zusammenleimen gebrochen ist. Also die Tischplatte besteht aus drei einzelnen Teilen. Und das ist dann gebrochen. Das hat mir dann auch gezeigt, okay, das hält auch nicht wirklich gut. Habe die auseinandergenommen, habe die Seiten schön abgeschliffen und habe mich dann dafür entschieden, beim einen Drittel von diesen Tischplatten ein langes Scharnier einzusetzen. Einfach so als Gadget und weil es einfach nochmal ein bisschen speziell macht. Nachdem alles schön trocknet war, was ich verleimt habe, habe ich am nächsten Tag auch die Tischplatte verdübelt mit dem Holzdübel, habe auch oben
im Untergestell Löcher gebohrt, so auch in der Tischplatte Löcher gebohrt, auch wieder schön verleimt und auch wieder über Nacht trocknen lassen. Habe ich dann Tischplatte und Schubladenfront mit Antikwachs extra für Holz schön bearbeitet. Also ich habe den Wachs mit einem Lumpen mehrfach eingearbeitet. Das schützt einfach die Oberfläche nochmal und das tut auch dem Holz sehr gut, wenn man ein bisschen Sorge gibt. Ich würde sagen, das war es. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht zuzuschauen. Ich hoffe, du hast etwas lernen können. Ich habe auch wieder sehr viel gelernt dabei. Und ich wünsche dir viel Freude bei deinem Möbel, das du restaurieren oder upcyclen möchtest. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Du darfst natürlich auch sehr gerne einen Kommentar unten hineinschreiben, auch was du so machst. Das würde mich sehr interessieren. Oder ob dir das Möbel auch gefällt, das ich jetzt gemacht habe. Und aktiviere die Glocke, dann wirst du kein Video mehr von mir verpassen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, genieße das Leben, bleib kreativ und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, tschüss.